Vielleicht auch noch so Technikzeug, ne? Meine Eltern, die waren ja gar nicht dafür. Als die mich mal gesehen haben, dass ich irgendwelche Ballerspiele gezockt habe, ne? Mit 14 Jahren, ja, da hatte ich ja Konfirmation. Und da habe ich mir einen Laptop geholt und habe ich dann auch. Durch meinen Bruder bin ich zum Zocken überhaupt gekommen. Sonst hätte ich gar nicht angefangen mit Zocken. Deswegen danke. Danke, Sven. Danke. Er hat mir das damals gezeigt mit AVA, aber da habe ich das noch nicht weiter gezockt, sondern ich habe ganz am Anfang angefangen mit, hieß denn das Spiel? Crossfire war das. Mit Crossfire. Grüße gehen raus an AIM-T, mit denen habe ich das damals gezockt. Das war wild. Ja, und dadurch, ja, und dadurch haben das meine Eltern auch gesehen, dass ich immer mal gezockt habe. Die haben das gehasst, ne? Und dann war ich in meinem Zimmer, da gab es kaum WLAN, ne? Da haben wir uns da so einen WLAN-Verstärker geholt. Größter Rotz aller Zeiten, ne? Also das kannst du wirklich, das kannst du dir abschminken, das Ding. Wirklich, das ist so schlecht gewesen. Ja, deswegen ist es auch immer abgestürzt, das Spiel. Weil ich nicht mehr richtig spielen konnte. Ja, Sven hat mich schon einiges gelehrt, was Games-Zock anging. Und durch meinen Bruder bin ich dann halt auch irgendwo wie in so eine Sucht gefallen, ne? Ich habe ja in dem Spiel in AVA, ne, durch ihn bin ich auf das Spiel aufmerksam geworden. Er hat mir gesagt, dass er es immer spielt, deswegen habe ich es dann auch gespielt. Und ich bin dann so süchtig geworden, dass ich halt wirklich locker 5000 Spielstunden hatte. Das ist nicht gesund, das ist wirklich nicht gesund. Lass das lieber. Krasse Kindheitsfeelings hier auf jeden Fall. Ey, damals, das war echt geil. Also Kindheitsfeelings sind auf jeden Fall am Start. Und ich erinnere mich gerne zurück an das, was war. Ne? War zwar jetzt auch nicht immer so rosig, aber erinnere ich mich gern noch. Also mein Bruder und ich waren auch damals so lost, wirklich. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben damals Fußball gespielt, ne? Perfi, grüß dich. Wir haben damals Fußball im Garten gespielt. Ne? Wir haben im Garten, da haben wir immer Fußball gespielt. Und ich war immer so einer, ich habe immer Fußball gespielt. Da hat mein Opa Rasen gemäht. Und wir mussten halt irgendwie ausweichen. Wir mussten woanders hingehen mit unserem Fußballtor, um dort Fußball zu spielen. Mein Bruder ist so lost einfach. Stell das Fußballtor vors Gewächshaus. Ich schieß einfach. Er hält ihn. Nee, hat er geschossen oder hab ich geschossen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ich habe bestimmt geschossen. Ich habe meistens geschossen, ich stand nicht weiter am Tor. Aber ich schieß, er steht im Tor, ich schieß neben das Tor. Er kann den Ball nicht halten und Feuer voll gegen das Gewächshaus. Und da ist die Scheibe kaputt gegangen. Du hast nicht getroffen. Da ist die Scheibe kaputt gegangen. Ey, wirklich. Ich habe dort, ich glaube, habe ich geheult oder war ich schockiert? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Aber mir war gar nicht mehr gut. Da haben wir dann auch wirklich Anschiss bekommen von meinem Opa. Mein Opa ist wirklich ein herzensguter Mensch und der meint's eigentlich nie böse. Aber für so viel Dummheit, da hat er uns dann doch schon mal angemeckert, weil das war einfach nur unglaublich dumm. Erstmal wegrennen. Ich bin so einer, ne? Ich hatte mal übel Angst. Wir haben beide geheult. Geil, wirklich. Das trifft halt auch. Wie alt waren wir da? Ich war da vielleicht 8 Jahre und du warst 11, 12, ich weiß nicht. Das war aber auch dumm. Das war so dumm, wirklich. Kannst du dir nicht vorstellen. Also, es war bei uns immer so ein Ritual mit dem Kumpel. Pass auf. Als ich bei dem immer war, wir haben dort auch immer übernachtet. Also, ich habe immer bei dem mit übernachtet. Und er hat immer mal bei mir mit übernachtet. Das war der Toni. Stabile Zeit, sage ich nur wirklich. Wir hatten so viele lustige Momente, da erinnere ich mich gern zurück. Es war unglaublich lustig. War ein geiler Typ. Ich hatte mich. Es war einfach nice. Wir kannten uns durch Fußball und wir waren auch beste Freunde. Übel lange Zeit. Wir haben dann auch später sogar mal YouTube zusammen gemacht. Ja, er hieß auch Toni. Toni Loni. Und es war so legendär. Pass auf. Wir haben immer übernachtet und dann kamen wir mal auf die Idee, den anderen wegzuekeln. Aber komplett abzuekeln, sage ich euch so, wie es ist. Und er hat immer... MPLP, grüß dich. Er hat immer... wir haben immer Smarties gehabt, Smartie-Dosen, ne? Da hat er reingefurzt. Das ist kein Scheiß. Der hat in die Smartie-Dose gefurzt und hat es wieder zugeschlossen. Ihr müsst dort generell mal eine Smartie-Dose reinriechen. Das erzeugt einen ganz komischen Geruch. Smartie-Dosen sind ganz eklig. Da hat er reingefurzt. Das hat gemuchtet, wirklich. Und den sein Furz, der hat immer gestunken. Ne? Da denkst du immer, du bist vergast in dem Raum. Da hat er an die Smartie-Dose gefurzt. Ich schlaf und er hält mir diese verdammte Smartie-Dose mit dem Furz drin an meine Nase, ne? Ey, das hat nicht nur nach verfaultem Ei in Verwesung gerochen, das hat nach allem gerochen, von
Ey, das kannst du dir eigentlich nicht vorstellen, ne? Das war wie Kläranlage, das war so widerlich. Da habe ich fast gekotzt, ne? Und dann ging das immer hin und her, wir haben immer hin und her wir haben die Smarty-Dose dort, wir haben die behandelt, das war ganz eklig. Ja, das war Ritual, dass wir immer eine Smarty-Dose mit dabei hatten, da haben wir immer das gemacht. Das ist so ekelhaft, wirklich. Wie alt waren wir da? Wir waren da vielleicht 12, 13? Geht eigentlich gar nicht, kannst du nicht machen, wirklich, das kannst du nicht machen, kannst eigentlich niemand erzählen. Wir haben damals auch bei seinen Nachbarn, konnte man immer so rübergehen, also nicht direkt zu den Nachbarn, aber an den Zaun. Und da hatten wir immer wie so ein kleines Baumhaus gebaut, ne, so ein selbstgebautes. Das war kein richtiges Baumhaus, das war einfach nur Krütze, was wir da gemacht haben. Aber egal. Da war noch sein kleiner Bruder mit dabei. Der hat immer geheult, wenn ich mit dabei war, weil, keine Ahnung, wir haben den meistens beim Fußball ein bisschen ausgegrenzt, weil der uns auf den Sack ging. Aber ja, deswegen hat er oft geheult. Aber darum geht's gar nicht. Es war auch so, dass... Das kann ich nicht erzählen. Kann ich wirklich nicht erzählen. Nee, die Story erzähle ich nicht. Also, da muss was ganz Besonderes passieren, dass ich die euch erzähle. Okay, wobei letztendlich ist es so schlimm, ist es gar nicht. Also der hat in den Becher gepinkelt. Der Bruder, der kleine Bruder, hat, glaube ich, ich bin mir gar nicht so sicher, hat einen Becher gepinkelt. Dann hat der Kumpel Hasenscheiße in den Becher gemischt und hat das so gemixt und hat das zu den Nachbarn irgendwo rübergestellt, den Becher. Und der Nachbar hat dort rangegriffen, weil er dachte, das ist einfach nur ein Becher mit irgendwas zu trinken drin oder so. Oder das ist einfach nur ein Becher und der war halt mit Regenwasser oder sowas gefüllt. Der greift dort halt voll rein, die Scheiße mit Urin. Es ist so widerlich gewesen, wirklich. So, zum dritten, my friend. Ich habe mal bei Schokokugeln und Schokolade abgelutscht und die Haselnüsse in eine Schale getan. Am nächsten Tag waren Kumpels bei mir und haben die Nüsse gefressen, bin ich schuld. Oh, Icke, wie kann man nur so assi sein? Also das ist ja wirklich, das ist ja noch widerlicher, als wenn jemand in so einen Becher reingreift. Alter, du hattest das im Mund. Hoffentlich hattest du Corona in der Zeit. Dadurch hat sich's wahrscheinlich ausgebreitet. Wir haben auch mal, also bei meinem Kumpel, die haben so ein Haus und ganz oben hat der sozusagen seinen Bereich gehabt, sein Zimmer gehabt oder seine Etage tatsächlich. Und da haben wir so Gummihandschuhe. Ihr kennt das doch, wenn in der Schuhe seid, in der Schuhe, das hat gar keinen Sinn gemacht, ne? Wenn ihr in der Küche seid, da gibt es auch solche Gummihandschuhe, damit ihr nichts weiter anfasst oder betatscht. Die haben wir genommen, haben mit Wasser aufgefüllt und dann unten waren Passanten. Und da haben wir immer so gerufen, Achtung, und haben den Passanten mit diesem Gummihandschuh beworfen, mit Wasser drin. Es ist so dumm, weil ihr müsst euch das ja vorstellen. Stell euch mal vor, ihr geht gerade zur Arbeit, weil ihr nachmittags arbeiten müsst. Und irgendwelche Vollidioten werfen aus dem dritten Stock diese Gummihandschuhe mit Wasser runter. Und du wirst einfach nass und musst auf Arbeit. Die haben null drüber nachgedacht, was da passiert ist. Ey, wirklich. Wir haben dann reagiert, dann sind die wieder erschrocken, sind aber dann weitergegangen, haben uns dann beleidigt. Teilweise. Kam immer drauf an, wie alt die waren. Alter, wir machen die größten Kinder ohne Scheiß. Ich kann euch erzählen, mein Bruder war ein Genie. Der wusste immer, wie man... meine Eltern, die hatten immer... ein Timer eingestellt, ab wann man Fernsehen gucken durfte, beziehungsweise war das Passwort geschützt. Und... Meine Eltern, die hatten da halt ein Passwort eingegeben und aus irgendeinem Grund hat mein Bruder das immer geschafft, das Passwort immer zu knacken. Das war krank. Uff, was für alberne Eltern. Ja, wir waren, ich war, sag ich mal, 8, er war 11, 12, sag ich mal. Und ja, wir durften nicht die ganze Zeit Fernsehen schauen und so, was ich jetzt auch gar nicht so schlimm finde. Aber wir wollten natürlich trotzdem immer Fernsehen schauen. Ne? Das triggert einen schon, wenn die Eltern mal nicht da sind. Und wir wollen natürlich da auch unser Nutzen draus ziehen. Da hat mein Bruder immer wahrscheinlich vorher schon immer geguckt, ungefähr in welche Richtung mein Dad immer die Fernbedienung hält und wie er die Tasten drückt. Und das hat er sich gemerkt und hat es dann immer ausprobiert und hat die ganze Zeit immer probiert, was der richtige Code ist. Und er hat es auch hinbekommen. Das ist echt nicht normal. Ja, Mann. Mr. Massenking. Bruder, vielen Dank, Mann. Aber das war geil. Wirklich, mein Bruder hat es immer hingekriegt. Und ich weiß auch noch ganz genau, ich kann mich noch ganz genau erinnern an meinen Bruder. Wir hatten damals, kennt ihr noch diese uralt PCs? Diese weißen Kästen? Diese PCs hatten wir auch.
Da konntest du ja fast nur Tetris drauf spielen. Und ich glaube, war das noch zu der Zeit oder hatten wir da schon so einen besseren Bildschirm? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, mein Bruder hat damals COD auf diesem Computer gespielt, als meine Eltern nicht da waren. Der hat es, glaube ich, drauf installiert und hat es gespielt. Und ich weiß noch, als mein Bruder dort dran ist, hat das gezockt. Meine Eltern kamen und die hat auf Krampf, hat er direkt das Spiel geschlossen, hat den PC einfach nur noch mit der Steckdose einfach nur abgesteckt, damit das nicht rauskam, dass er COD gespielt hat. Das war so stark einfach. Klar vom Stick, ja Mann, das war so stark einfach. So, weil er durfte nicht zocken, vor allem gerade Ballerspiele, ne? Also da wären meine Eltern aber sowas schon ausgerastet. Ballerspiele. Ich meine, da wirst du doch direkt zum Amokläufer. Das war richtig geil, ey, das war richtig geil. Vor allen Dingen, das hat ja auch nicht flüssig funktioniert, ne? Ich meine, auf dem PC hat gar nicht flüssig funktioniert. Da konntest du froh sein, dass Tetris noch funktioniert hat. Aber das war geil. Und ich weiß noch ganz genau, ne? Meine Eltern immer so, ihr geht nicht an den PC. Was war das Erste, was wir gemacht haben? Wir gehen an den PC. Oder auch ich, wenn ich alleine war. Ich bin an den PC gegangen. Ich sehe so meine Eltern, die Einfahrt reinfahren. Ich mach direkt einen PC aus. Meine Eltern haben mich so gefragt, ja. Hier, warst du am Computer? Ich so, nee, ich war nicht am Computer. Was machen die? Greifen einfach nur an dem Computer. Der war affenheiß, ne? War affenheiß, weil wir die ganze Zeit durchgesuchtet haben, ne? Zu geil, wirklich. Ja, da haben sie direkt gemerkt, Alter. Diese Lappen wirklich, die lügen uns hier an. So ein Schwein. Ja, ne, aber wir waren so naiv, wir haben nicht gewusst, dass ja der Computer warm ist, wenn man die ganze Zeit dran sitzt, ne? Es war eben Sommer. Konntest du leider im Winter nicht bringen, das Argument. Mein Bruder war immer so ein, das war ein Kind, was ich immer durchsetzen wollte. Mein Bruder war ein sehr durchsetzungsfähiger Mensch, das musste er auch immer beweisen. Bestes Beispiel war damals im Urlaub, waren wir in Österreich im Urlaub, sind wandern gegangen. Ich glaube, das war in Österreich. Und mein Bruder hatte keinen Bock mehr zu wandern. Einfach so, er hatte keinen Bock mehr zu wandern. Wir waren so eine Raststätte und wir wollten noch so ein Stück weiter gehen. Und mein Bruder hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr hier zu gehen. Und ist einfach stehen geblieben. Wir sind einfach weiter gewandert. Er ist einfach stehen geblieben. Und da haben wir ihn dann später noch, um zu gucken, ob er überhaupt noch da ist, haben wir ihn später noch mit einer Digitalkamera rangezoomt, um zu gucken, was er gerade macht. Und da haben wir den immer so ein bisschen kontrolliert, was er gerade macht oder wie er sich gerade verhält. Das war so herrlich, das war einfach nur lustig. Oh nee, wirklich, wir waren so einfach so, keine Ahnung, 500 Meter entfernt. Und haben die dann so beobachtet damit. Das war einfach nur geil, weil der so eingeschnappt war. So eine richtig beleidigte Leberwurst. Aber das waren gute Zeiten. Komm, ein ekliger noch. Also kommt jetzt von alte Scheiße. Ja, hatte ich auch einen Kollegen eines Tages, Nachmittagsunterricht, habe ich in die Cola gepinkelt und auf den Tisch gestellt. Der Assi kam und hat, ohne zu fragen, zwei große Schlücke gezogen. Ey, bin ich schuld? Würde ich es wieder tun? Ja. Das ist eklig. Icke, das macht man nicht. Das ist räudig. Sowas finde ich, das hat nichts mit Kumpels zu tun, was du da gemacht hast. Also das ist wirklich widerliches Fuck. Das macht man nicht. Also wer pinkelt denn in eine Cola-Flasche und bietet das dann seinen Kumpels an? Also hier muss man sagen, da überschreitet man echt eine Grenze. Aber das ist halt Berlin, da merkst du ja, diesen Berliner Jungen. Das ist bei denen normal. Das ist für die ein normales Leben.